Herzlich willkommen zu Wrapped im Multiplayer mit Anna und Hallo. Pascal. Hallo. Ja, ein neues Projekt. Ein Kultspiel sondergleichen, ne? Genau. Aber wir endlich sind ist rausgekommen. Los. Vollversion. Ja. Also, die ja, Story es ist gerade die 1.0 rausgekommen. Was labern wir ja eigentlich? Die Fässer enthalten mindestens 3-4 Gegenstände. Ach, nein! Hilfe! Was machst du, Pascal? Ja, ein Gegenstand! Und der wird direkt gebissen. Meiner. Ich werd gefressen. Tschüss. Ich hab einen Plastikhaken aus dem weggeworfen, weil ich Q gedrückt habe. Okay, also es ist wie in Minecraft. Ja. Also ich bin schon mal bei 4 Planken, einen Plastikhaken herstellen. Ich hab keinen. Ja, ich hab deinen. Ich hab deinen. Den hab ich eingesammelt. Ah. Da. Übrigens, 1 bis 0 ist die Hotkeys für die Tasten. Und das erste, was ihr mal bitte macht, ist Palmblätter einsammeln für Seile. Und aus diesen Seilen und ein paar Brettern könnt ihr euch einen Bauhammer bauen. Damit können wir das Floß erweitern. Um Floßerweiterung zu bauen, brauchen wir Holz und Plastik. Also ich habe gestern schon mal kurz reingeschaut, deshalb weiß ich das jetzt gerade aus dem Kopf. Also. Damit wir so eine ungefähre Ahnung haben. Und wir haben uns jetzt Plays von diversen Bauhammer. Sehr gut. So, was soll ich jetzt bauen? Erstmal Erweiterung. Wo ist denn die? Das ist das erste, was angewählt ist. Ich habe eine Kiste geangelt. Oh, da war auch nicht was drin. Aber keine Planken. Übrigens, ich muss warnen, Blätter. Pascal hört aus Erfahrung öfter nicht zu. Ja, hey. Ich mein, was soll das denn bedeuten, ne? Leute, was habt ihr schon so gemacht? Ich habe schon 2 Dinge gebaut. Aber ich farme. Ja, aber für die Zuschauer, die das Spiel nicht kennen, Insel. Was machen wir hier eigentlich, Tobi? Ich drück mal T, dann kommen wir nämlich ins Tagebuch. Okay, und so. Du bist ein mutiger Pionier. Story bei dem Spiel. Erstens, dein Floß ist dein Zuhause, dein Haken ist dein Freund. Zweitens, wenn dein Floß auseinanderbricht, zimmerst du es wieder zusammen. Wenn dein Haken verloren geht, baust du einen neuen. Drittens, wenn du den Eindruck hast, das blaue Meer zieht sich unendlich hin, dann bist du nicht aufmerksam genug. Viertens, es gibt nichts, was du nicht herstellen kannst, wenn du den richtigen Treibgut hast. Fünftens, höre alle Frequenzen des Funkgeräts ab. Wenn etwas sendet, ist es über Wasser. Sechstens, andere waren schon vor dir da, weitere werden dir folgen. Setze auch du dein Zeichen in die Welt. Siebtens, die Welt ist untergegangen, aber ihre Geschichten bleiben. Sammle so viele, wie du kannst. Und um Himmels Willen, nimm dich in Acht vor Haien. Und dazu ist ein Ort mit Ich sehe dich an einem trockenen Ort, Sis. Sister für Schwester. Und nächstens, vor uns ist eine Insel. Ja. Wir brauchen einen Anker. Allerdings können wir noch keinen richtigen bauen. Das heißt, wir brauchen so einen Wurfanker. Das Problem ist, der Wurfanker, der braucht Steine. Und diese Steine, die gibt es nur im Riff, um die Insel herum. Das heißt, wir müssen gleich einmal einer tauchen gehen. Am besten einer legt einer den Hai ab. Oder zwei legen den Hai ab. Oder einer legt den Hai ab und die anderen tauchen nach Steinen. Die könnt ihr mit dem Haken abbauen. Also ihr guckt praktisch auf so ein... Ja, so ein bisschen leuchtendes Items mäßig. Also die Items, die leuchten ja so ein bisschen weiß manchmal, ne? Mhm. Ja. Da gibt es so Steine auf dem Boden. Die müsst ihr einsammeln. Achso, und ich mache mir vielleicht mal einen Speer. So, und das Ziel unseres Let's Plays wird natürlich sein, die gesamte Story durchzuspielen, weil die gesamte Story ist natürlich auch endlich verfügbar mal. Bisher war die immer nur so bruchstückhaft verfügbar. Und mittlerweile gibt es jetzt im Gesamten. Deswegen Vollversion. 1000. Nein, das ist mein Fass gewesen. Kann ich den Wurfanker schon machen? Nee, du brauchst Steine. Eben, ja, deswegen muss das für Steine. Wer will die Steine farmen? Das kann ich von mir aus machen. Da ist eine Kiste. Tschüss, Pascal. Der Hai beißt gerade ein Stück von unserem Schiff ab. Das heißt, wir können farmen gehen. Ich hab kein Dingens um den. Oha, ich hab gerade eine richtig gute Kiste geholt. Ich sehe keine Steine. Au. Nee, das sind keine Steine. Ich muss hier nach oben. Ich muss nach oben. Ich muss nach oben. Ich muss nach oben. Ich muss nach oben. Luft, 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 Luft. Wie viele Luft, Steine Luft, brauche Luft, ich, Hanna? Warte kurz. Du brauchst 4. Ach Mist. Und ich brauche noch 2 Seile, falls noch jemand machen kann. Ja, das kann ich. Ich finde hier keinen Stein. Ich habe auch nur 3 gerade so in der Reihe gefunden. Au!
Der will was von mir, ja. Der Hai. Wie heißt der eigentlich? Wir treiben übrigens weiter, ne? Ja, deshalb würde ich ja schnell einen Anker machen. Wir haben keinen Anker. Aber ganz wichtige Frage, wie wollen wir den Hai nennen? Hilfe, aua, ich krieg Schaden, ich krieg Schaden, ich krieg Schaden, ich muss in die Luft. Oh. Oh Gott. Ja, okay, das treibt er ziemlich schnell weiter. Ja, eben. Wo ist ich das? Bin halt schon. Ah, moin. Wir brauchen noch einen Namen für den Hai, das ist ganz wichtig. Hatten wir uns doch schon vorher auf. Aua! Ja, wir hatten mal kurz vorher. Ich bin gleich tot. Das kann ich ja leider okay. Nicht. Die Insel, die verpassen wir. Ich hab jetzt einen Hochanker. Hilfe! Kann ich jetzt retten? Okay. Au. Wir brauchen ein Bett. Ich wiederbelebe mich, aber da gehen 2/3 meines Inventars verloren. Nee, mach nicht. Da sind Seile. Geil, erste Folge und die habe ich direkt übernommen. Einfaches Bett. 4 Paddel und 3 Nägel. Nägel? Okay, ich kann 3 Nägel machen. Dann machen wir jetzt erstmal ein Bett, damit wir Pascal wiederbeleben können. Dann können wir keinen Forschungstisch machen. Wir sollten uns aber Anna, auch... Anna, kannst du mir 4 Blätter geben? Oder 3? Wir sollten mal dringend bei der Insel auf jeden Fall mal anlegen, weil wir brauchen Essen und Trinken. Das sind einfach alle, die ich habe. Weil ich nicht weiß, wie man die einsetzt. Oh ja, das sind genug. Ja, ich weiß, danke. Und dann bitte mal das Floß erweitern, damit wir das Bett nicht gleich verlieren, wenn hier irgendein Hai wieder anknabbert. Ich sammle doch schon 30 Planken. Ich hab keinen... Morgen! Morgen! Ich hab eine Kartoffel geangelt. Cool. Ja, brauchen wir nur noch eine Anbaufläche. Mano! Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich wollte das Fass haben. Hast du gerade schon wieder gestorben, oder was? Nein! Hab ich ein Fass weggenommen. Hey, ich hab einen Schrott und ich hab einen Stein. Du kannst die Steine übrigens auch aus den Fässern bekommen. Ja gut, aber ich glaube, an der Insel ist es wahrscheinlich sogar wahrscheinlicher, dass man da Steine bekommt. Ja, ach nee. Ich hab wenn man nicht gerade an der Stelle tauchen geht, wo ich tauchen gegangen bin, also. Nee, du bist einfach zu lange tauchen. Leute, kann man bitte einen einfachen Reiniger erstellen? Weil ich habe jetzt ein Beet gebaut, habe die Kartoffel eingebaut, aber wir brauchen Wasser. Wasser. 6 Planken, 6 Paddel und 4 Kunststoff. Ich hab. Leute, wo ist denn der? Nein. Oder Survival ganz oben. Ah, einfacher Reiniger. Ich habe alles. Ich hab einen. Dann bau. Cool. Ich hab nicht genug Kunststoff und nicht genug Palmen. Oh, Pascal. Wie platziere ich den denn jetzt so? Du gehst einfach, du wählst ihn einfach aus. Ah, okay, genau. Gut. Ich platziere mal hier in der Mitte. Jo. Also wie? Ich brauche gleich einen neuen Plastikhaken. Okay. Ich habe mir schon mal einen gemacht. So, ich habe jetzt keine Planken mehr, deswegen kann ich nur die eine platzieren. Und wir müssen nochmal weiter erweitern, damit wir der Hai nicht gleich das Bett abbeißt. Und apropos Hai, wir brauchen auch eine... Mal irgendjemanden, der sich einen Speer macht. Ja, mach ich gleich. Gut. Ich hab wahrscheinlich genug Plan. Aber den Zuschauer hat euch schon verraten, wie wir den Hai nennen wollten? Nein. Ich wollte irgendwas mit dem ersten Namen, dass der Harald sein soll. Mehr weiß ich nicht mehr. Er weiß. Einfach zustechen. Ja, ich hab noch keinen gehabt. Ach so. Ich musste den erst machen. Hast du jetzt einen? Ja. Apropos, wir können es auch Paddel machen, ne? Dann können wir zu der Insel da links. So, links ist eine Insel? Ja, guck mal ganz so ein Stück unter, dass so, dass du gerade noch den Horizont siehst. Ah, das ist eine Insel. Ja, ich sehe sie. Nein, ich habe nicht zu viel schon von den Let's Plays geschaut. Nein. 6 Kunststoff ist das. Paddel. Oh, 6 Kunststoff. Ist ja eklig. 6 Kunststoff. Pascal, hättest du nochmal 2 vielleicht? Ich hab 1. Was? Kunststoff. Ich hab 5. Ja, dann hau rüber. Nee, ich hab jetzt auch noch 1. Der liegt da. Oh, ich nehm's trotzdem. Alles für das Paddel. Eine Planke noch. Macht euch dann auch gleich mal einen Becher, ne? Oh, es wird dunkel. Oh,
Genau, Becher ist auch eine Idee. Oh, 4 Kunststoff. Hilfe, ich hab Angst im Dunkeln. Dann geh ich vergraben. Diese unglaubliche Nettigkeit hier. Das ist ja was fast... erwartest du von uns? Ja, Anstand. Wie nice und friendly. Höflichkeit. So. Und Respekt vor meiner Dunkelheitsangst. Vor deiner Dunkelheitsangst. Ich glaube, das heißt Angst im Dunkeln. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Nein, Dunkelheitsangst. Hat jemand zufällig 4 Platzte für mich? Für was? Ich brauche einen Becher. Ah, nö, die habe ich nicht. Aber ich kann dir meinen Becher gleich geben. Ja, Hilfe, ich bin runtergefallen, Oh, was geil, ey, warum bin ich größeres Floß? Das geht so nicht. Ich paddel doch nicht so schnell, ich muss auch wieder drauf kommen. Ich würde das Floß ja gerne erweitern, aber... Dass wir dafür sorgen, dass das Floß hier ungefähr an der Stelle stehen bleibt. Steht. Wir haben einen Anker. Haben wir einen? Ja. Leute, wer hat das Wasser nicht aufgefüllt? Immer wieder neues Salzwasser reintun. Ich brauche übrigens dringend Wasser. Ich verdurste. Okay, wir brauchen dringend einen zweiten. Pascal, da. Hat jemand 5 Planken? Ja, da. Liegen da. Wo? Also wir sollten vielleicht mal jemanden bestimmen, der angelt und jemand bestimmt, der irgendwo... Also ich gehe erstmal zu dem Boss. Oh. Okay, vielleicht doch nicht. So, jetzt bin ich gleich noch am Verhungern. Ja, dann geh an Land und such Essen. Und iss die Melonen nicht gleich auf, wenn du welche findest. Da sind Bäume. Was ist mit einer Axt? Kostet Steine. Ich hab keine mehr. Also ich hab einen Stein. Ich hab 5 Steine, lol. Wieso hab ich 5 Steine? Ja, dann mach mal eine Axt. Dann können wir die Bäume fällen für Planken und Essen. Pascal, willst du das direkt machen? Ja. So ein kleiner Anbau. Hanna, hast du einen ganz kurzen Speer hier, schnell. Ja. Sonst beißt du uns das Ding weg. Ich bisher bekommen an Essen. Wenn du mir im Weg stehst, kann ich dir nicht... Ja, okay, habe ich nicht gesehen, sorry. Ich habe jetzt eine Mango. Sehr gut. Ich habe halt nicht genug Kunststoff. Nee, ich auch nicht. Wir müssen dann gleich wieder mal los. Und wir können mal Pascal unterstützen kurz hier. Farbstoffe eine müssen wir nicht aufsammeln. Aus 2 Bäumen habe ich bekommen. Oh, ich habe Palmsamen. Und eine Kokosnuss. Also Palmsamen bringt uns auch noch nichts. Weil Palmsamen können wir Blumen nicht anpflanzen. Blumen brauchen wir nicht. Und ich habe gerade noch eine Ananas, aber für Ananas brauchen wir, glaube ich, auch eine mittlere Anbaufläche, oder? Ja. Wir können jetzt, glaube ich, nur Kartoffeln und Zuckerrüben oder irgendwie sowas anpflanzen, war das doch. Ja, wenn wir schon mal Samen haben, dann ist das ja schon mal ganz gut. Gute ja, Voraussetzung. Ich kann eine Kiste einlagern oder sowas. So, ich glaube, ich habe jetzt alle Bäume weggefällt, die hier, die es gibt. Ach, wo stehen? Ich habe auch gerade genug Kunststoff, um die Sachen, die wir hatten. So, die Mango esse ich jetzt einfach mal, weil sonst verhungere ich gleich. Ne, ja, die Melonen und Mango, die können wir essen. Weil davon gibt es noch extra Samen. Warum? Was war das gerade für ein Schrei? Das war die Möwe. Ja. Hanna hat Bekanntschaft mit der Möwe gemacht. Ah. Gut, Samen lager ich erstmal in meinem Inventar. Jo. Hat noch jemand 4 Planken? Essen? Dann kann ich mir nämlich auch mal ein Speer machen. Freue ja, ich noch essen, weil ich hätte eine Kokosnuss übrig noch. Da. Ich hab. Brauchst du Essen? Essen. Hier, so liegt eine Kokosnuss. Ich hab dann auch noch eine Melone. Ich würde sagen, wir gehen wieder los, oder? Ja. Achso, Steine? Ja, wir brauchen noch mehr Steine. Ich hab 2. 3? Ich hab 2. Ja, dann brauchen wir noch einen. Wir sollten erstmal das Ganze hier bestmöglich ausschlachten, ehe wir hier weitergehen. Naja, aber wir brauchen halt Plastik. Und das gibt's hier nicht. Es gibt an den Wänden ein Stück tiefer meistens, gibt's auch noch so ein bisschen Erze. Ich habe hier Lehm, Sand oder Ton oder irgendwie so ein Zeug. Sand habe ich. Ja, kannst du mitnehmen. Ich habe jetzt 2 Sand. So, gehen wir und jetzt mal weiter? Kronen, der Hai hat mir schon 2-mal angeknabbert und ja, meine Auer 3-mal geknabbert. Dann geh.
Okay. Ich schmeiß jetzt mal ganz kurz eine Melone noch raus. Ja, mach was. Ich brauche. Die kann gerne noch jemand essen. Ja, ich habe auch Hunger. Ich hab die ganze gegessen. So. Der Anker ist schon weg, ja. Ja. Bauen wir jetzt schon irgendwas an? Ja, eine Kartoffelpflanze. Guck dir mal, was für einen Tisch brauchen wir. Also diesen Forschungstisch, damit wir mal mehr Sachen erforschen können. Ich habe klugerweise zwei Schrott, 14 Planken. 14 Planken hätte ich, aber einen Schrott fehlt mir noch. Ich hab einen Schrott. Ja. Anna, wir kümmern uns jetzt mal darum, dass das Fluss erweitert wird. Sobald wir wieder Plastik haben. Ja, ich habe halt kein Plastik. Und Planken habe ich zurzeit auch keine mehr. Alles im Eimer. Ja. Genau, und Grill, was kann man für einen Grill? Ja, okay, nochmal noch ein Schrott und 6 Planken. Die 3 Seile hatte ich schon. Also eine Planke, ein Schrott brauche ich noch. Für was? 6 Planken. Rechtsklick ist übrigens nur eins vom Stapel nehmen. Für okay. Den Grill. Also ein Schrott für den Grill. Also ich glaube, ich sterbe dann auch mal irgendwann. Hast du kein Essen mehr? Ja. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Das Ding ist bei den Kartoffeln, die an sich müssten wir die halt, Hanna. Pascal geht zur Seite. Ah, nee, ist Hanna schon. Okay. Ich habe jetzt auch Hunger. Oho. Noch ein Schrott brauche ich. Na, Schrott gibt's bei Inseln. Oder in Fässern. Beziehungsweise Kisten. Ja. Ah. Aber sonst können wir die Kartoffel nicht garen. Wir müssen uns überlegen, wer kriegt die Kartoffel und wer nicht. Es ist ja okay, ja, wenn wir sterben. Wir können uns einfach wieder ins Bett tun. Die Kartoffel ist fertig. Dann pflanzt sie wieder an. So, 2 Kartoffeln wurden angepflanzt und ich sterbe. Ich habe einen Bauplan bekommen für den Anfänger. Cool. Oh wow. Und ich sterbe gerade. Nein, nicht ausschmissen. Ich lege mich schon ins Krankenbett. Sehr gut. Ja, okay, jetzt musst du mich nochmal ins Bett legen. Bist du irgendwo ins Wasser gefallen, oder? Nee, ich liege auf dem Bett. Ich kann nicht, ich steige dann immer ins Bett. Ich habe eine Rohrrübe. Ja. Soll ich die pflanzen? Ja. Kannst du mich nicht aufheben, weil du immer dich ins Bett legst, ja, wenn du dich aufheben willst? Kannst du das Bett abbauen? Warte, Hanna, legst du dich bitte rein? Dann kann ich Pascal vielleicht tragen, weil ich mich da nicht mehr reinlegen kann. Okay, lol. Okay, jetzt kann ich Pascal gar nicht mehr aufnehmen. Hab mich auch gerade verändert von der Position her. Hanna, kannst du wieder aufstehen? Ich hab auch einen Plan für den Empfänger. Jetzt liege ich wieder im Bett. Oder auf dem Bett. Ja, ah, okay, jetzt. Ich sterb gleich. Ja, das ist wahrscheinlich einmal alle Reihe rum, ne? Naja. Aber jetzt 2 Kartoffeln, die schon mal wachsen, ne? Das fast. Und eine Rohrrübe. Anpflanzen. Anpflanzen, ja. Wir haben noch einen Pflanzplatz. Übrigens, man kann alle Materialien da rein tun. Also auch Nägel, Glas, Steine, Eisen. Nee, Eisenherz und die Steine sind das. Schrott kann man da rein tun. Schmutz. Sieht schmutzig aus. Ist auch geile Beschreibung dafür. Ja. Federn. Also ich habe gerade schon mal Seegras, Kunststoff, Planke und Palmblatt da reingetan. Seil. Ich hab Schrott. Ja, dann können wir Essen machen. Wer will machen? Ich. Ich habe auch noch eine rohe Rübe. Die gebe ich auch euch einfach mal. Okay, ich sterbe. Jetzt bin ich im Inventar. Ich lege mich einfach schon mal hin. Nee, nicht hinlegen, nee, nicht hinlegen. Das hat einfach Pascal gerade gemacht. Geh weg vom Bett. Essen ist da. Cool. Ja, wir grillen die erste Kartoffel. Ich hab dann auch noch eine Rübe. Vielleicht gibt's Grillkartoffel. So, ich habe eine rohe Rübe. Ja, ich weiß, wo ich die hingeworfen habe.
Na, ich habe auch eine Rübe. Ich knusper die. Wir haben eine mittlere Anbaufläche, wir haben eine Laterne und wir haben einen Eimer. Brauchen wir jetzt wirklich eine Laterne? Nein. Aber das andere ist gut. Also sind so die mittlere Anbaufläche, weil ich kann mal Ananas anpflanzen. Ich habe Ananassamen. Ich habe Melonsamen. Die können wir auch anpflanzen. Seid ihr schon im kritischen Bereich beim Hunger, oder? Nö, nicht mehr. Sehr gut. Ich sollte ja was trinken. Ich habe aber immer noch keinen Becher. Dann macht der einen. Der ist nicht so. Vier Kunststoff. Vier Kunststoff, Pascal. Ich mach einen. Ja, ich hab auch zwei Kunststoff. Ich halt meinen Becher einfach. Ich mach mir gleich rein. Oh, ey, geil. Kann ich einen zweiten Wasserreiniger mal? Ja, gerne. Ja, aber der wurde abgerissen. Oh. Ja, ich hab mal nicht schnell genug. Und wir brauchen vier Schrott für die zweite Anbaufläche. Ich hab zwei. Ich hab einen. Ach man. Tun wir mal so kurz den Heil. Ist schon erledigt. So, okay, wir haben Lager hier. Jo, gegarte Rübe ist fertig. Da will ich eine Kartoffel drauf. Wir sollten dann demnächst noch einen zweiten Grill machen. Ich brauche Plastik, ich habe aber kein Plastik mehr. Was kann ich mir nicht mehr kurz rein? Ich habe drei Plaste. Okay, kannst du mir dann einen machen, bitte? Da, drei Kunststoff. Danke schön. Oh, jetzt kommt hier so ein Möwenvieh, ich hab's gehört. Hast du es abgestochen? Nö. Übrigens, Kartoffeln und Rüben sind fertig. Wer ist der Anbaubeauftragte? Macht das Pascal, oder? Nee, Rüben ist noch nicht fertig, aber jetzt zwei Kartoffeln pflanzen. Wasser ist fertig. Ja, hab ich. Dann einfach für die Kartoffeln bitte, Wasser. Oh, lol. Hab ich getrunken, sorry. Und nicht mal nachgefüllt. Wollte ich noch machen? Leute, links ist eine Insel. Ja. Ich bräuchte noch demnächst mal mein Paddel. Mein Paddel ist gleich kaputt. Und wir müssen ziemlich gut gegensteuern. Ein Haufen Plastik kostet. Was braucht man denn für so ein Paddel? Wo waren das? Mein Paddel ist kaputt. Hier, warte, ich hab's vielleicht. Sechs sogar. Kunststoff hab ich nicht. Hab ich. Brauch sechs Kunststoff dafür. Dann kann ich eins machen. Gut, liegt aber auch gerade nichts in der Gegend rum oder so. Wir brauchen noch einen neuen Anker. Ich sag nur. Ich hab zwei Schrott, aber. Steine. Brauchen wir. Steine. Steine. Das sind wie nicht Steine. Ich sehe auch Eisenerz. Aua, warum beißt er mich immer sofort? Weil er halt da ist, weißt du? Weil er Hunger hat. Ich habe ja auch noch eine rohe Rübe, aber. Was haltet ihr von Manfred? Manfred? Manfred Harald. Ace mich dich nicht doch mal. Ich sehe schon wieder nichts, ne? Habe ich so manövriert, dass wir feststecken? Ja, sehr gut. Wäre cool. Oh, ja, ich sterb vielleicht bald. Sollte mal aua, was essen. Der hat mich schon wieder gebissen, drittes Mal. Ja, dann guck, dass du schnell genug hochkommst. Ich rode mal wieder die Insel. Mach das. Wenn ihr was zu essen findet, sagt Bescheid. Oder ich leg mich einfach gleich hin. Genau. Oder ihr legt mich gleich hin. Ich hab Palmsamen und eine Kokosnuss. Und eine Tonschale habe ich erlernt. Ich habe zwei Kokosnüsse. Ja, dann bring mal rüber. Ich habe auch zwei rohe Kartoffeln. Ich habe auch noch eine rohe Rübe. Ich habe eine gegarte Rübe hier gerade. Dann esse ich die einfach. Hier sind zwei rohe Kartoffeln. Tu sie drauf. Ich habe hier eine Ananas drauf. Ich habe hier noch eine Ananas. Die Ananas anbauen, oder? Die Ananas nicht. Ananas-Samen kannst du noch anbauen. Ja, die Ananas, die können wir auch essen. Ach nee, also die habe ich auch, ja. Ananas-Samen habe ich auch noch. Will jemand die Ananas essen, oder? Hat jemand fünf Planken, dann könnte ich eine große Anbaufläche machen, eine mittlere. Ja, ich habe 23 Planken. Ich habe hier 20. Ich habe drei Planken fallen gelassen. Noch eine und noch eine. Da fünf Planken liegen rum. Okay, ich brauche mehr Planken, weil ich gerade noch ein Teil reparieren musste. Zwei Planken noch. Nimm einfach meine 20. Danke. Ich stell die mal hier. Weiß nicht. Ich stell die mal hier.
Ah gut, ich würde sagen, ja, wir dann jetzt weitermachen mit unserem Überlebenskurs. Das gibt's in der nächsten Folge. Gute Idee. Ja, was war jetzt die Bilanz der ersten Folge? Wir sind viel rumgekommen. Ich habe immer noch Hunger. Kann vielleicht jemand anders einen Fun-Day machen? Weil wir haben immer noch alle Hunger und Durst. Macht und ich würde sagen, wir sollten dann in der nächsten Folge mal hier bei der Insel tauchen gehen und nach Steinen, Lehm, Sand, allem möglichen Zeug mal suchen. Wir machen es mal schnell Schluss und nehmen die nächste Folge, weil sonst sterbe ich. Richtig. Tschüss. Tschüss.